Ja. zusammen. Ja, inzwischen guten Mittag trifft es wahrscheinlich. Hallo, Herr Zenkert. Jetzt habe ich natürlich ein Tonproblem. Sorry. Kein Problem. Sorry, ich kriege jetzt hier leider keinen Ton. Okay. Also wir können Sie an sich sehr gut hören, also konnten Sie auch gerade hören, aber das gehe ich von aus, ist nicht das Problem. Hab jetzt gerade mal umgeschaltet. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Sie müssten, glaube ich, ein kleines bisschen näher rangehen. Also man kann Sie hören, aber es ist nicht mehr ganz so deutlich. Okay, Genau. ich hoffe jetzt besser. Also ich glaube, ja. Also ich gucke gerade noch mal. Ja, können Sie kurz noch mal einfach. Eins, zwei, So, drei. Ich ja, hoffe, man hört wunderbar. mich jetzt. Genau. Genau. Also von Wunderbar. meiner Seite ist das wunderbar, auch was die Tonqualität angeht. Das heißt, von meiner Wunderbar. Seite aus wird das passen. Gut. Dann share ich mal einfach meinen Screen und dann können wir Genau. loslegen, richtig? Genau. Ja. Nochmal herzlich willkommen zum Vortrag Datenreplikation und Automatisierung in Echtzeit mit der Data Integration Plattform. Mein Name ist Robert Zenkert und ich bin Analytics Data Architect im europäischen Presales Team. Und wir wollen gleich einsteigen mitten in die Thematik und uns schwerpunktmäßig mit dem Thema, wie baue ich einen Realtime Data Lake zum Beispiel auf, um jetzt bestimmte Anforderungen wie Machine Learning oder Data Science Anforderungen zu unterstützen. Wenn wir von Data Lake Strukturen sprechen, haben wir es in erster Linie mit sogenannten Roh- oder modifizierten Rohdaten zu tun, die wir jetzt in Echtzeit unter der Verwendung von Transformationsmöglichkeiten, Filtermöglichkeiten jetzt auf eine der sogenannten bevorzugten Data Lake Plattformen, die man jetzt hier aufgelistet sieht, bringen kann. Wir benutzen dazu zwei Produkte bzw. zwei Methodologien. Zum einen ist es die Realtime-Streaming-Plattform mit der Möglichkeit, in Highspeed und mit wenig Programmieraufwand oder nahezu keinem Programmieraufwand entsprechende Daten aus bestehenden Datenquellen über das Log-Lesen oder Nutzung bestimmter Technologien in dem Bereich Daten auszulesen, Daten in entsprechende Form zu bringen und dann auf einem Data Lake zu speichern und zu persistieren. Dafür gibt es in der Basisarchitektur verschiedene Methodologien. Zum einen, und das ist natürlich auch die bevorzugte Extraktionsweise, das sogenannte logbasierte Tabellenlesen. Wir benötigen dazu relativ wenig, nämlich eine Konnektivität und die Möglichkeit, über einen bestimmten User auf Logs zuzugreifen, um dort die Daten dann auch auszulesen. Diese logbasierte, sogenannte Change Data Capture Technologie erlaubt es uns somit, Daten in entsprechender Performance und auch mit entsprechend wenig Last auf Last auf Quellsystemen, auf Zielsysteme zu bewegen und dort zu persistieren. Des Weiteren gibt es, wir bewegen uns ja immer so mehr im Realtime-Bereich oder im Near-Realtime-Bereich, die Möglichkeit, im Bereich SAP-Standardextraktion zu verwenden. Im Bereich von Database-Anwendungen gibt es die Möglichkeit, zusätzlich Trigger beziehungsweise attributbasiertes Change Detection zu machen. Darüber hinaus unterstützen wir Streaming-APIs wie zum Beispiel Salesforce.com und Applications, die jetzt existieren, um Files zu produzieren, werden ebenfalls unterstützt, um Daten zu extrahieren und zu verarbeiten. Die typischen Transaktionsarten, die wir unterstützen, sind die Inserts, Updates, Deletes und natürlich auch sämtliche Änderungen in einer Datenquelle im Hinblick auf Metadaten, also Tabellennamenänderungen, Datentypänderungen, Datenattribute werden hinzugefügt, gelöscht etc. pp. Wenn es zur Prozessorchestrierung und zum Monitoring kommt, haben wir im Zentrum einen sogenannten Replication Server. Dieser Replication Server kann im Falle eines Falles hochverfügbar gemacht werden und die letzten Mal, sagen wir es mal,
die eigentliche Architektur, die dann für Scaling Up oder für Scaling Out aufgebaut werden kann, erlaubt es zunächst mal, verschiedene Replication-Server zu dimensionieren im Hinblick auf Festplattenspeicher, im Hinblick auf Cores und auf Plattenplatz und zusätzlich natürlich noch ein Scaling-Out-Verfahren durchzuführen durch die parallele Verwendung verschiedener Replication-Server, die dann letzten Endes über einen sogenannten Enterprise Manager gemonitort werden, gesteuert werden, der dann wiederum über entsprechende Connectivity-Packages die Daten auf diese bevorzugten On-Premise-basierten oder auch in der Cloud existierenden Data Lake-Infrastrukturen bewegt. Gehen wir etwas tiefer rein in die Technologie. Wir haben schon gesagt, wir haben grundsätzlich eine serverzentrierte Umgebung, eine sogenannte Hub-and-Spoke-Architektur, mithilfe derer man dann im sogenannten CDC- oder Batch-Load-Verfahren hochkomprimiert und sicher die Daten von einer Quelle auf eine Zielumgebung bewegen kann. Zur Infrastruktur ist zu sagen, wir haben keine Agents, die lokal irgendwo installiert werden müssen. Wir haben die Möglichkeit, Scaling Up, Scaling Out und Konsistenzprüfungen durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit, im Sinne dieser Target Actions, Insert, Updates, Deletes, ein physikalisches, logisches Delete vorzunehmen, sämtliche Änderungen zu erkennen. Wir haben die Möglichkeit, Transformationen und Filter einzubauen, beziehungsweise ein sogenanntes Log-Streaming durchzuführen. Das würde bedeuten, aus einer Quelle einen singulären Extraktionsprozess zu modellieren und den mehrfach wiederzuverwenden. Die Feinheiten, die jetzt im Prinzip in einer Data Lake-Umgebung möglich sind, jetzt im Gegensatz zu einer Data Warehouse-Umgebung, haben wir es hier mit weniger modellhaften Datenstrukturen zu tun, als mehr mit sogenannten nahezu Rohdatenformaten oder angereicherten Rohdatenformaten. Damit eben, dass wir diese Daten in einem sogenannten Operational Data Store hinterlegen können, dass wir diese Daten in einem Time-Based Snapshot, also zeitlich begrenzt, hinterlegen können und dass wir auch die Möglichkeit bieten, einen sogenannten historisierten Data Store mit wenigen Klicks und wenig Aufwand zu generieren. Für den Betrieb ist es noch relativ wichtig, dass wir eben Target Auto-Generation vornehmen. Das bedeutet, sämtliche Zieltabellen, sämtliche Zielentitäten werden von uns automatisiert generiert und dadurch ist es eben auch möglich, einen entsprechenden Data-Konflikt zu beheben beziehungsweise dann konsistente Daten auf der Target-Umgebung, auf der Zielumgebung zu persistieren. Wie sieht das nun etwas näher im Detail aus? Wir haben hier in dieser Plattform Architektur grundsätzlich zwei Produkte. Das eine Produkt ist das sogenannte Click Replicate und Click Replicate ist jetzt in der Lage, diese Datenströme mit wenig Einfluss und hoher Performance auf eine sogenannte Landing Zone innerhalb einer Data Lake Struktur, Data Lake Umgebung zu bringen. Dazu gibt es eben die Technologien, die ich schon angesprochen habe, nämlich den sogenannten Batch Load. Das ist ein Initial Load, der die Datenstrukturen generiert, der den ersten Load darstellt. Dieser wird abgelöst, automatisiert, abgelöst durch einen sogenannten Change Data Capture Prozess, der die Daten dann in der Zielumgebung separat auch nochmal erlaubt zu speichern, um Zeitreihenanalysen vorzunehmen zum Beispiel. Wir haben aber auch die Möglichkeit, mit unserem Produkt Compose for Data Warehouse dort Daten auch abzuziehen und zum Beispiel aggregierte Sets von Daten in einem Data Lake auf dieser Landing Zone bereitzustellen. Der nächste Schritt würde dann bedeuten, wir bewegen die Daten aus einer Landing Zone in einen sogenannten Storage Layer und auf diesem Weg werden die Daten hauptsächlich transformiert und angereichert, während im sogenannten Provisioning Layer die rechts genannten Strukturen über wenige Klicks generiert werden, um sie dann im menschlichen Format oder menschlich lesbaren Format dann auch darzustellen. Einige Highlights in dieser Umgebung sind zum Beispiel das Mergen von partitionierten Files und die Möglichkeit, die entsprechenden Transformationen über die Unterstützung von Hive Query oder die Unterstützung von Spark SQL vollautomatisiert generieren zu lassen. Zusammenfassend sei gesagt, dass wir hier einen Support von On-Premise- und Cloud-basierten Data Lake-Strukturen anbieten. Wir bieten ein sogenanntes zentralisiertes Verbindungsmanagement an, keine Agents. Das bedeutet, im Zentrum, dort, wo der Replication-Server installiert wird, werden auch die entsprechenden Connectivity-Pakete für den Zugriff auf Datenbanken beziehungsweise auf weitere ERP-Systeme vorgenommen.
Der gesamte Modellierungs- und auch dann Deployment-Prozess ist voll metadatenbasiert. Würde bedeuten, wir reverse-engineeren Entitäten, Strukturen, Attribute, deren Datentypen etc. pp. Das Thema Code-Generierung äußert sich in verschiedenen Aspekten, wie zum Beispiel in der Historisierung. Dort werden eben Zeitrahmenanalysen möglich sein. Dort ist es möglich, auch sämtliche Änderungen von Daten aus der Quelle in einer Zielumgebung, in einem sogenannten historisierten ODS dann zu speichern. Dieser Code, der dort existiert oder der dort genutzt wird bei der Ausführung, der wird automatisiert generiert. Also beispielsweise Spark SQL in einer Databricks-Umgebung würde also unter diese Thematik fallen. Also dass sich der Anwender, der Entwickler in erster Linie auf ja, das Einmodellieren von Transformationen konzentrieren kann, ohne dass er sich jetzt Gedanken zum Beispiel darüber machen muss, wie bilde ich eine Historisierung aus und so weiter. Also das ist wirklich dann die, ich sage jetzt mal, die Eigenschaft, die Features dieser Gesamtumgebung. Für das Thema Datenbereitstellung oder auch Provisionierung gibt es auch ebenfalls hochautomatisierte Prozessschritte, sogenannte Provisionierungssteps, die Sie dann in die Lage versetzen, sich vorzüglich auf die Thematik, was generiere ich wo, zu konzentrieren. Also beispielsweise, Sie würden jetzt über Hive eine entsprechende historisierte Stammdatenumgebung für Kunden, für Lieferantenstammdaten zum Beispiel darstellen oder auch historisierte Transaktionen, wenn solche existieren, gibt es ja auch, die dort bereitzustellen. Und last but not least haben wir durch diese Technologie die Möglichkeit, eine hohe Performance und auch eine geringe Systemlast beim Betrieb aufrechtzuerhalten. Um hier einige Eckpunkte zu nennen, ist es möglich, zum Beispiel über diese Technologie so zwischen 100 und 160 Megabyte per Second an Log-Volumen dann auch zu transportieren, beziehungsweise wenn man sich das dann hochrechnet, hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel über den Parallelbetrieb von verschiedenen Replication-Instanzen dann mehrere Terabytes oder auch Petabytes von Daten pro Tag zu transportieren. Das war's im Rahmen der Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe oder hatte. Und ich bedanke mich jetzt für das Interesse und würde mich freuen, wenn es noch ein paar Fragen gäbe, die ich beantworten kann. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Genau, wir hatten ja auch vorhin schon kurz die Möglichkeit, mit dem Herrn Heinrich schon mal so ein bisschen in die Thematik einzublicken. Deswegen wunderbar nochmal jetzt hier, dass wir auch nochmal das Ganze ein bisschen greifbarer näher gebracht bekommen haben. Fragen dazu, wir hatten ja auch vorhin beim Herrn Heinrich schon so ein bisschen in die Richtung geguckt, wäre eben jetzt zum einen, ist es möglich, hybride Data Lake Strukturen zu managen? Also es ist in der Praxis ist es so, dass viele Kunden von uns sogenannte Multi-Cloud oder auch Multi-Infrastruktur-Strategien fahren, teilweise sensitive Daten auf einer lokalen Cloud-Umgebung, auf einer lokalen Umgebung wie jetzt Hadoop, auf Cloudera oder auf Hortonworks zu speichern, weil einfach diese Daten aufgrund ihrer Sensitivität lokal gehalten werden und nicht in irgendwelchen Datasets in der Cloud dann gespeichert werden. Auf der anderen Seite besteht durchaus eine Tendenz, auch im Bereich von Finanzinstituten Daten für, also kommerzielle Daten für Analysezwecke auch in der Cloud zu persistieren, um dann dort mit entsprechenden, ich sage jetzt mal, Methodiken oder auch Tools, die jetzt nicht unbedingt von Klick kommen, da sind wir ja eigentlich auch offen, was die Analyseprodukte dann betrifft, dort in diesen Umgebungen dann auch diese Modelle zu bauen oder auch dann Rohdaten aus einem Produkt wie Compose for Data Lake zu nutzen, um dort eben, ich sage jetzt mal, in einer getrennten Umgebung durchaus on-premise mit Cloud-Hybrid zu verwalten. Mhm. Ja, vielen Dank. Die andere Frage wäre bezüglich des Lizenzmodells, wie ist das aufgebaut? Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir im Prinzip auf der Basis der Leistungsfähigkeit eines Quellsystems aufbauen. Also bedeutet ganz konkret, wenn wir Cores beziehungsweise wenn wir Datenbanksysteme haben, dann zählen wir normalerweise die Anzahl der Cores. Es gibt eine Ausnahme im SAP HANA-Bereich, da zählen wir die Größe des auf dem Festplattenspeicher gespeicherten Datasets und generieren dort eine sogenannte Subscription License.
Genau, das wäre es jetzt auch, wie gesagt, wir hatten ja auch vorhin schon den Herrn Heinrich und wir haben auch morgen nochmal den Herrn Heinrich bei einer Panel-Diskussion dabei. Das heißt, wenn Sie da Fragen haben, können Sie sich gerne, wir sehen auch hier nochmal eingeblendet, hier die E-Mail-Adresse auch für unsere Zuschauer, die das Ganze jetzt vielleicht nicht live verfolgen, die Adresse, da können Sie auch nochmal gerne nachfragen oder natürlich über unsere Expo-Seite. Aber genau, für jetzt schon mal nochmal vielen Dank eben für diese Einblicke, Herr Zenkert. Und Gerne, vielen Dank, wiederhören, tschüss. Dankeschön.